Die Klimaschutzpläne und die permanente absurde Verschärfung der EU-Grenzwerte werden der deutschen Automobilindustrie in den Todesstoß versetzen. Statt sich zu widersetzen, agieren Sie als willige Vollstrecker, so wie Herr Söder, der die Neuzulassung von Verbrennungsmotoren untersagen will. Dieser Krieg gegen die Autoindustrie ist ein Feldzug gegen gut bezahlte, produktive Arbeitsplätze, gegen den Wohlstand und gegen die Steuerzahler, die den Sozialstaat derzeit noch finanzieren.